Okay, Jungs, passt auf da unten! Roy, mein ältester Bruder, grinste, als er mit einem Salto vom Felsen in den See stürzte. Ich weiß nicht, warum sie hier ist. Moms Augen bohrten sich in den Rücken meiner langjährigen Freundin Heidi, die bereits im Wasser war. Finde dich damit ab, Mom. Ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat ja gesagt, also gehört sie eigentlich zur Familie. Ich rannte in Richtung See, nicht ahnend, dass der Gang in den See mein Leben für immer verändern würde. Wenn ihr wissen wollt, wie sich mein Leben verändert hat, schaut weiter. Meine Geschichte wird ein bisschen verrückt. Das ist nämlich die letzte Erinnerung, die ich je hatte. Diese Geschichte basiert auf allem, was in diesem Notizbuch steht. An diesem Tag schwamm ich unter Wasser herum und merkte nicht, wie weit draußen ich landete, als ich nach Luft schnappte. Das letzte, was ich hörte, war der Motor eines Jetskis, bevor ich bewusstlos wurde. Ein paar Stunden später wachte ich in einem Krankenhausbett auf. Wo bin ich? Ich versuchte, meine Augen auf die Gegenstände im Zimmer zu richten. Gott sei Dank, Gregory, hol den Arzt, rief Dad. Dr. McPhee betrat den Raum und begrüßte alle. Während er sich mit mir unterhielt, bemerkte ich einen besorgten Ausdruck auf seinem Gesicht. Was ist denn los, Doc? Sie haben eine Gehirnerschütterung, was für jemanden, der eine Kopfverletzung erlitten hat, normal ist. Dr. McPhee verließ den Raum und kam ein paar Minuten später mit einem Notizbuch und einem Stift zurück. Aaron, nimm das. Ich möchte, dass du anfängst, ein Tagebuch zu führen. Warum sollte er ein Tagebuch führen müssen? Fragte Mom. Weil wir noch nicht sicher sind, wie schwer seine Verletzungen sind, und das können wir erst nach einigen Tagen der Beobachtung wissen. Ich befolgte den Rat von Dr. McPhee und machte mir ein paar Notizen in das Notizbuch. Gegen 2 Uhr nachts blätterte ich das Notizbuch durch und mir wurde ganz mulmig, als ich den Inhalt las. Ich konnte mich an nichts erinnern. Ich hatte eine Amnesie und mein Gedächtnis konnte Informationen nicht länger als ein paar Stunden pro Tag speichern. Als meine Familie am nächsten Tag eintraf, informierte Dr. McPhee sie über seine neuen Erkenntnisse. Ein paar Tage später wurde ich entlassen. Es war seltsam, dass ich mich an alles bis zum Unfall erinnerte, aber alles, was danach kam, wurde von meinem Gehirn abgestoßen. Es war fast so, als ob mein Gehirn voll wäre und keine weiteren Informationen mehr speichern könnte. Mit viel Schreiben konnte ich meinen Alltag verstehen. Es fühlte sich an, als würde sich alles wieder normalisieren, obwohl mir das Kurzzeitgedächtnis fehlte. Was macht sie denn hier? Zischte ich Mama zu, als Heidi und meine Brüder ein paar Meter entfernt standen und sich bei unserem jährlichen Familientreffen unter die Leute mischten. Mom lächelte. Wer? Jasmin? Ich dachte, ich würde sie einladen. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen und wollte mich mit ihr unterhalten. Mom ging weg. Jasmin war meine Ex, das einzige Mädchen, das Mom je mochte. Während des Abends hielt ich die Konversation leicht und ging mit niemandem zu sehr ins Detail. Geht's dir gut? Lächelte Heidi. Soweit so gut, aber es könnte besser sein, sagte ich und küsste sie. Hey Loverboy, warum hilfst du deiner Lieblingstante nicht mehr Getränke zu holen? Heidi kicherte. Klar, Tantchen, ich bin direkt hinter dir. Als ich das Haus betrat, um die dritte Kiste mit Getränken zu holen, kam Jasmin auf mich zu und küsste mich. Was machst du da? Heidis Stimme kam von hinter mir. Wir haben uns geküsst, wonach hat es denn ausgesehen? Jasmin schaute Heidi verschmitzt an. Heidi stürzte sich auf Jasmin und sie begannen zu kämpfen. Es dauerte nicht lange, bis einige Familienmitglieder auftauchten. Schließlich gelang es Roy und mir, sie zu trennen. Heidi und ich gingen bald darauf. Sie erzählte mir, dass sie zufällig gehört hatte, wie Mom und Jasmin planten, uns zu trennen. Ich sagte Heidi, dass sie die einzige Frau sei, die ich wollte und dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Später in der Woche kamen ein paar College-Freunde zu mir nach Hause, um mit mir abzuhängen. Wir bestellten nur ein paar Pizzen und besprachen ein neues Projekt, das ich leiten sollte, da ich wegen meines Unfalls jetzt arbeitslos war. Okay, die Jungs und ich dachten, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, um unser Fitnessstudio zu eröffnen und das wird dir auch helfen, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, sagte Raul. Am Ende des Abends hatten wir herausgefunden, welches Gebäude sich am besten eignen würde, welche Geräte benötigt wurden und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergaben. Sie übergaben mir einen Koffer mit $250.000, um die Dinge in Gang zu bringen, da wir das Grundstück sofort kaufen wollten. Und keine Sorge, wir werden uns jeden Tag melden, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft, klopfte James mir auf die Schulter. Wie wäre es, wenn wir noch ein paar Drinks nehmen und dann Feierabend machen? Fügte Keston hinzu. Ich stimmte zu. Ich stellte die Aktentasche in meinem Büro ab und wir gingen. Als ich ein paar Stunden später zurückkam, hörte ich Gespräche aus meinem Büro. Ich stieß die Tür auf und Mom und Heidi drehten sich in meine Richtung. Was macht ihr denn hier? Ich wollte einen Auflauf vorbeibringen und hörte Geräusche aus deinem Büro. Als ich reinkam, sah ich, wie dieser Rowdy Geld aus der Aktentasche nahm. Du bist so eine Lügnerin. Ich bin zu dir gekommen, um etwas Zeit mit dir zu verbringen und habe deine Mutter am Telefon gestört. Sie sagte, sie bräuchte das Geld, um die zweite Hypothek abzubezahlen. Mom, hast du eine zweite Hypothek aufgenommen? Ja, aber... Warum?
Nach der Augenoperation deines Vaters und als er vor 2 Jahren arbeitslos wurde, war es schwierig. Ja, so bist du. Nichts weiter als ein ekelhaftes, verlogenes, zweifaches... Aaron, du solltest dieses Flittchen besser an die Leine legen. Wie kannst du es wagen, dass sie so mit deiner Mutter spricht? Heidi, bitte hör auf. Das ist meine Mutter. Es gibt eine bessere. Weißt du was, Aaron? Ich habe es satt, dass du dich auf ihre Seite stellst. Ich sah zu, wie sie den Verlobungsring von ihrem Finger nahm und ihn auf den Tisch legte. Jetzt können du und deine Mutter heiraten und bis ans Ende eurer Tage glücklich leben. Heidi stürmte davon. Ich wollte ihr gerade nachgehen, als Mom mich aufhielt. Lass sie gehen, Aaron. Es ist das Beste. An diesem Abend schrieb ich darüber in mein Notizbuch, nachdem Mom gegangen war, während ich Heidis Verlobungsring in meine Hand drückte. Später beschloss ich, Mom nach dem Verlobungsring zu fragen. Ich hatte nämlich schon alles vergessen. Deshalb sagte Mom wohl auch, Nun, Aaron, Heidi war gestern Abend hier. Sie hat dir gesagt, dass sie einen anderen gefunden hat und dass du ihr nie genug sein wirst. Nachdem Mom gegangen war, ging ich ins Büro und las nach, was am Tag zuvor zwischen Heidi und mir passiert war. Warum sollte Mom lügen? Warum hasst sie Heidi so sehr? Ich beschloss, Heidi einen Besuch abzustatten. Als ich mich ihrer Wohnungstür näherte, sah ich einen anderen Mann aus ihrer Wohnung kommen. Er hielt seinen Kopf gesenkt, als er vorbeiging. Ich klopfte an die Tür. Patrick, hast du etwas vergessen? Heidi erstarrte, als sie merkte, dass ich es war und nicht Patrick. Hi, verschränkte sie die Arme. Dich hätte ich hier nicht erwartet. Wir müssen über gestern reden. Darf ich reinkommen? Sie trat zur Seite und ich betrat die Wohnung. In den nächsten Stunden führten Heidi und ich ein langes Gespräch über unsere Beziehung und sie nahm den Ring noch einmal an. Ich versprach ihr auch, dass ich mit meiner Mutter sprechen würde. Wie versprochen sprach ich mit meiner Mutter und sie war einverstanden, Heidi eine Chance zu geben. Ich schlug Heidi vor, dass Mama und meine jüngere Schwester Roxanne ihr bei der Hochzeit helfen könnten. Zuerst zögerte sie, aber schließlich stimmte sie zu. Es schien gut zu laufen zwischen Mama und Heidi, bis Heidi mich eines Nachmittags wütend anrief. Deine Mutter ist ein Ungeheuer. Warte, Heidi, was ist passiert? Deine Mutter und Roxanne haben mich begleitet, um mein Hochzeitskleid anzuprobieren. Ich musste bei dir vorbeischauen, um meine rote Handtasche zu holen. Ich beschloss, uns in dem Café an der Ecke ein paar Donuts zu kaufen. Als ich zurückkam, probierte Roxanne gerade mein Kleid an. Mein Hochzeitskleid. Mein Kleid ist ruiniert. Wie konnte sie nur? Heidi begann zu weinen. Ich sagte ihr, sie solle dort bleiben. Ich sei auf dem Weg. Wäre ich eine Zeichentrickfigur, würde man den Dampf aus meinen Ohren kommen sehen, als ich ins Auto sprang und nach Hause fuhr. Ein paar Minuten später schloss ich die Tür zu meiner Wohnung auf. Wo ist Heidi? Mom und Roxanne sahen vom Fernseher auf. Sie sagte, sie fühle sich nicht gut und wollte sich hinlegen. Wir haben beschlossen, ihr Gesellschaft zu leisten, bis du kommst, brabbelte Roxanne. Ich ging zum Fernseher, schaltete ihn aus und blickte Mom und Roxanne an. Roxanne, sie hat mir erzählt, dass du ihr Kleid anprobiert und es ruiniert hast. Wie konntest du ihr Hochzeitskleid anprobieren? Roxanne versuchte zu sprechen, aber ich brachte sie zum Schweigen. Ob es euch gefällt oder nicht, Heidi und ich werden heiraten. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr beide geht. Ich ging zur Wohnungstür und öffnete sie. Mom und Roxanne verließen die Wohnung ohne ein Wort. Während des Probeessens, das ein paar Wochen später in Reuss schönem Garten unter den Zelten stattfand, lief nichts richtig. Die Tortenmuster für die Hochzeit kamen nicht an und auch die Caterer kamen nicht. Roy schlug vor, chinesisches Essen zu kaufen und Pappteller zu verwenden. Irgendwann in der Nacht zündete jemand eine der Zierpflanzen im Zelt an. Glücklicherweise konnten wir das Feuer unter Kontrolle bringen, bevor das gesamte Zelt abbrannte. Nach diesem Vorfall sprach ich mit Roy und wir beschlossen, für heute Schluss zu machen. Am nächsten Abend rief ich meine Familie im Haus meiner Eltern zusammen. Ich sagte ihnen, dass ich eine Ankündigung zu machen hätte. Als die Familie versammelt war, schaltete ich den Fernseher ein und spielte die DVD ab. Je länger das Video lief, desto gespannter wurde die Atmosphäre im Raum. Das Video zeigte, wie Mama das Essen und den Kuchen abbestellte und die Pflanze in Brand setzte. Als das Video zu Ende war, schaute Papa Mama an, schüttelte den Kopf und verließ den Raum. Roy schlug vor, dass er und die anderen gehen sollten, damit Mom und ich unter 4 Augen reden konnten. Aaron, ich tue das nur zu deinem Besten. Heidi ist nicht die, für die du sie hältst. Nein, Mom, du bist nicht die Person, für die ich dich gehalten habe. Ich werde Heidi heiraten und es gibt nichts, was du oder irgendjemand in dieser Familie dagegen tun kann. Ich ging aus dem Haus. Ich rief Heidi an und wir brannten noch am selben Abend durch. Wir beschlossen, die Nacht bei mir zu verbringen und uns am nächsten Tag einen schönen Ort für die Flitterwochen zu suchen, aber mein Glück war zu Ende, bevor es beginnen konnte. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war Heidi bereits verschwunden und zwar mit dem restlichen Geld aus der Aktentasche. Ich überprüfte meine Konten und alles, was ich hatte, war weg. An diesem Abend kamen meine Eltern vorbei, um sich zu entschuldigen, aber als sie mich sahen, wussten sie, dass etwas nicht stimmte und ich erzählte ihnen, was passiert war. Ich habe noch ein paar Kumpel auf der Polizeiwache. Ich rufe sie mal an und frage, ob wir Heidi erwischen können.
Dad verließ das Zimmer, um zu telefonieren. Mom setzte sich neben mich. Es gab einen Grund, warum ich Heidi nie mochte. Sie war vor ein paar Jahren Praktikantin in meinem Job. Man munkelte, dass sie Männer benutzte und sobald sie das bekam, was sie wollte, ging sie. Aber du kamst eines Tages ins Büro, um mir Papierkram vorbeizubringen und sie sagte mir, wenn ich euch beide nicht vorstelle, würde sie mir das Leben zur Hölle machen. Mom atmete tief ein, bevor sie fortfuhr. Heidi hat mich und Herr Ford eines Abends in einer sehr intimen Stellung in seinem Büro gesehen. Sie sagte, sie hätte Fotos und Videos und würde sich nicht scheuen, sie zu benutzen. Was? Mom und ich drehten uns um. Du und Herr Ford hattet eine Affäre? Henry, es ist nicht so, wie du denkst. Oh nein, es ist genau das, was ich denke. Du hast unseren Sohn geopfert, damit du die Konsequenzen deines Handels nicht tragen musst. Wie viel egoistischer kann man noch werden? Dad drehte sich zu mir um. Aaron, es tut mir so leid, dass du das durchmachen musst. Ich rufe dich morgen an, aber jetzt muss ich erst einmal an die frische Luft. Dad ging aus der Wohnung, gefolgt von Mom. Ein paar Tage später wurde Heidi mit Patrick erwischt. Das meiste Geld war noch in der Aktentasche, sodass ich das Geschäft mit meinen Freunden zu Ende bringen konnte. Ich habe mich scheiden lassen und Mom und Dad befinden sich auf einem steinigen Weg und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ihre Ehe Bestand haben wird. Was mich betrifft, so benutze ich immer noch meine Notizbücher, um den Überblick zu behalten. Ich wünschte, die Dinge wären anders gelaufen, aber manchmal muss man die Lektionen des Lebens nutzen, um bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.